Willkommen, Private Paula-Taste. Es gibt Flugzeugträger. Willkommen auf Salomonen mit der Isokase. Und der Isokase, jetzt nach dem komischen Gefecht, wo ein Mac hatte. Komisch. Nein, sein Hammergefecht mit 7 Kills. Leider, das müsst ihr euch angucken. Es ist derb. Ja. Ja, Glück muss man auch mal haben, ne? Natürlich. Ja, es gibt genügend Gefechte, wo der Mac gefühlt in den ersten Sekunden stirbt. Wie heißt das schön? Warum? Manchmal sagt man, es gibt ja so einen Spruch, ne? Auch ein blindes Huhn findet manchmal einen Korn. Nein, ja? Das Glück ist ein Rindvieh und sucht seinesgleichen. Oder so, ja. Aber ich gönn's dir trotzdem. Das ist aber schön. Na, also jetzt nicht so, dass ich da nur böse. Nein, ich muss es einfach positiv sehen. Ich konnte ja ein bisschen mithelfen, ich konnte dich ein bisschen anleiten. Ja, ne, du warst vor allem die moralische Stütze, ja? Natürlich. Und dann habe ich noch gesagt, ja, und jetzt hier und da und dann hat es auch geklappt, jawohl. Das war klar, quasi die eingeschaltete Mentorenfunktion. Natürlich. die fahren alle hierher. Hallo, was wollen die? Zu dir. Alle sterben, oder wie? Ey, brutal. Die haben 2 Zerstörer und davon habe ich noch keinen gesehen. Was haben denn die eigentlich? Eine Vickers und eine Isaslav. Mhm. Dann sind wir ja theoretisch im Vorteil. Da kommen die Aale. Ich sehe sie. Die werden bestimmt versuchen, uns hier im Nahkampf zu verwickeln. Ich würde vorschlagen, dass wir die Insel einfach da rumturben. Wenn die da durchkommen, legst du auch deine Aale schon mal? Oder wartest du auf die Kuma? Oder was machst du? Ich setz mal die Aale auf die Kuma, ja. Ja, die fährt ja da durch. Mhm. Na, dann muss ich noch ein Stück ran, weil ich bin erst auf 7-4. Dann werde ich gleich danach meine Aale auch noch reinlegen. Weil die kann eigentlich nur nach rechts ausweichen. Aber ich glaube, die weicht nicht mehr aus. So wie es aussieht. Die laufen echt gut von Tschüss, dir, ja. Kuma. Also, definitiv. Also, ich meine, das müsste gewesen sein. Und. Nee. Oh, der hat so ein Glück. Er hat einen hat er genommen. Und jetzt steht er an der Insel, gell? Ja. Jetzt könnte die Phoenix theoretisch rausnehmen. Weil ich werde jetzt bestimmt nicht feuern. Weil sonst gehen wir für die anderen Zerstörer auf. Nee, ich hab. Achtung, Turps! Ja. Ah, nee. Die sind verreckt, okay. Die Kuma hatte wahrscheinlich Turps geworfen. Ah, ich kann jetzt keine Turps werfen, sonst torpediere ich die Phoenix. Das wäre ungünstig. So. Hinter der Insel ist übrigens die Isaslav, die ist vor uns aufgegangen. Ja, ich sehe sie. Oh. Da kommt eine Phoenix, verdammt nah. Oh. Ja, und der hintere, nimm dir... Nein! Scheiße! Die Kuma säuft ab. Ja, die habe ich gerade noch mal getroffen. 96 vom Weg Serie GZ. Danke. So, jetzt mache ich gerade die Kohlberg. Okay, ich werde auf die Phoenix gehen. Phoenix. Lass dich vorbei. Ja! Sauber! Und die hinteren, die nächsten sind unterwegs. Ah, nein. Komm, ein Treffer.
Okay, hat es irgendjemand weggeräumt? Ist egal. Oh, Mac, du hängst im Rand, Kartenrand. Ja, ich sehe es. Haha. Läuft doch, aber keine Schlachtschiffe, ne? Ich jetzt noch. Ja, ich habe erst einen Treffer mit der Kanone erzielt, also bei mir läuft es noch nicht so. Ich habe auch nur einen Aber. Treffer mit der Kanone. Der Ja, aber schießt auf dafür ein paar uns. mehr Ob mit Turbs. oh ja, knappe drei. Da habe ich noch keinen. Da kommt eine Wyoming. Ja, Und ich noch eine glaube, aber Wyoming. die Oma, die Phoenix, die will's wissen. Ja, aber ich kann da vorher, glaube ich, auch die Wyoming torben. Ja. Welche nimmst du? Die Die Foto oder die vordere, hinter? die vordere. Okay, gut. Okay, alles sind raus, soll ich abdrehen? Nee, nee, ich fahr zu dir parallel und werf auf die hintere. Okay. Oh, ich bin offen. Ich auch, ja. Ja, die Isos, er hat aber die Isos Love auf dem Kieker. Oh, die sehen gut aus. Die sehen gut aus. Ich glaube, ich nehme sie raus. Bam, bam, bam. Schlachtschiff, Na, ade. Sehr schön. ich nicht, weil Ab und zu es ist klappt's halt, günstig. ne? Hier? Ja. Ja? Pass auf, die zweite ist abgedreht. Die meine werden Okay. nicht treffen. Alle gehen Die andere raus. kann ich. Ja. Vielleicht nehme ich sie mit, vielleicht auch nicht. Aber die ist schon böse, die Isokase, echt. Ich liebe dieses Schiff. Also Naja, es das ist. Schiff habe ich mich definitiv verliebt. Ja, die, ich finde, es ist. Die Mini-Kasse ist auch geil. Ich meine, die haben die gleichen Torpedowerfer und alles, ne? Aber. Eine hat getroffen. Wenn Glück Ja, hast, gut, nimmst meine du ist du auch. raus. Ja, denke ich mal, das sieht ziemlich gut aus, eigentlich Das bei ist mir, dann oder? sehr schön. Dann Also, haben wir ein, je zwei könnten treffen. ja, zwei reichen. Einer und ja, sehr schön. Gut, wunderbar. Läuft. Top. So wollten wir es doch haben, ne? Jim Yuki wird jetzt ausgewürfelt, ja? Wer darf? Ach, die nehmen wir mal einfach aufs Korn und fertig. die Phoenix bietet sich da aber doch noch sehr an, oder? Ja, die machen wir im Vorbeigehen. Was haben wir denn noch? Die Isos Love als einzigen gegnerischen Zerstörer. Die ist aber offen, das ist gut, da wissen wir, wo Die sie ist ist. weit weg. Die will nicht mit uns. Und die Nee. Phoenix haut auch ab. Das heißt, die Miyuki, die dreht auch ab. Und da hinten ist dann irgendwo auch noch der Flugzeugträger. Ah, oh, das ist doch. Ja, und da Dann ist sie doch, die könnten Längle. wir uns doch mal an die Insel ranpirschen, würde ich sagen, und dann mal gucken, was wir als erstes so Ja. vor die Rohre kriegen. Ja. Das schön fahren wir jetzt schön auf die Spitz, auf die Insel zu. Die Ich meine, Phoenix fährt da weg. da können wir es so machen, dass wir die Insel immer wieder als Deckung benutzen. Und ich glaube, die Miyuki, ja gut, die wird man nicht sehen. Ich werde mal Machst du links rum? links, ja, Ich mach rechts rum. genau, ich werde links an die Insel stehen und wenn die Phoenix aufgeht, werde ich sie tauben. Ich fahre direkt an die Insel ran. Gut, dann mache ich rechts rum, um von da aus Feuer zu eröffnen. Um sie eventuell abzulenken. Mal gucken. Ja, ich näbel mich hier ein, das sieht sie mich nicht gleich. Ach, da ist schon nochmal. Die Isuchi ist ja auch nicht da. Du meinst genügend für alle? Ja. Die Phoenix kommt ganz gut in deine Richtung. Wo jetzt dreht sie ab? Ja, warten wir's ab. Ich schmeiß Turbs auf die Langley. Und dreh ab. Komm. Ja, sehr schön.
Komm. Okay. Oh, guck mal, die Längli. Tschüss, Längli. Oh, nicht ganz. Einer nur. Ja, gut, es ist halt längsseits, ne? Das ist halt schon schwieriger da zu treffen. Ja. Oh, die hat aber auch nochmal gerade ganz gut gefressen. Irgendwie vom Schlachtschiff oder irgendwas. Komm, schnapp du sie dir. Alle sind unterwegs. Alle sind unterwegs. Ich denke mal, Meine Kanone öffnet das Feuer. das wird's gewesen sein. Für die Längle. Oh, Komm. angesteckt. Komm. Schlag ein. Jawohl. Sehr schön. Geht doch. GZ. Danke. Oh, ich habe die Isoslav vor mir. Und ich habe die Dings vor mir. Die Tenryu. Oh, das war jetzt aber ein bisschen Glück. Bisschen Glück war das. Oh, da ist die Phoenix, die andere. Ja, die eröffnen das Feuer auf mich. Ich habe genebelt. Ich drehe gerade ab. Oh, das ist Isuchi. Oh, das war knapp. Ich habe der Phoenix mal ein paar Aale entgegengeworfen. Mal sehen, ob sie weiter schön auf Kurs bleibt. Aber ich sag mal, ich habe hier eine Wyoming. Oh, die Isoslav nimmt unseren Träger unter Beschuss. Ich glaube, da muss ich mal helfen. Kritischer Maschinenschaden. Ja, kritischer Maschinenschaden. Okay. Oh, das war Glück, dass mir jetzt die eine die Phoenix weggenommen hat. Isuchi. Ja. Okay. Ah, jetzt bin ich weg. 4 Kills, 73.000 Damage. 2 Schlachtschiffe. Ja, yeah, das läuft. GZ. Danke. Ja, für die Krake hat es aber nicht gereicht. Da brauchst du 5, gell? Glaube ich, ja. 5 brauchst du Ja. da. Wo bist denn du? Ja, ich bin hier hängen geblieben. Deswegen ist es ein bisschen doof. Ja, ich will unseren Ah, unserem okay. Flugzeugträger helfen. Ja, die macht dich halt ein bisschen nass, ne? Oh. Oh, nee. Wow! Ah, Leute, das war mehr als knapp. Ah, das war jetzt mehr als knapp. Das war heiß. Also, das war heiß. Wow. Ah, Scheiße, jetzt brennt's. Der wird Aber die bestimmt. Aale sehen nicht schlecht aus. Mal gucken, wenn er sich nur auf die Kanone konzentriert, könnte es klappen. Ah, nee. Und. Nein. Nee, schade. Ah. Auch vorbei. Am Muckes. Ich muss sagen, Schorbelende, Muckesäckele weiter vor. Ja. Aber der nimmt dich halt mit der Kanone gut auseinander, ne? Ja, da hast du keine Chance. Naja, mal gucken, die könnten es noch reißen, ne? Also, na gut, ich gehe wieder in den Hafen zurück, weil Echt? man ja kann.
brauchen ja keine Zeit verschwenden. Ah, doch, ich warte jetzt schon kurz, weil es war ein Ja. gutes Gefecht von uns, also. Ja, so wie jedes. Ah, schade eigentlich, dass die Längle muss jetzt gucken, dass sie Land gewinnt. Die muss ihre Torpedobomber gegen die Islav einsetzen, genau. Da reichen zwei. Ja, hätte ich mit den oder ein Torpedo hätte von mir gereicht. Ja, hätte der getroffen, dann wäre es das gewesen für die. Ja. Weil ich sag mal, oft reicht ja wirklich ein Torpedo für einen Zerstörer als Treffer zu. Es muss bloß die Wyoming gut treffen, das wäre auch nicht schlecht. Ein Treffer von der Wyoming reicht auch. Ja. Wobei halt, na gut, die Isaslav, ich glaube, nee, die kann nicht außerhalb der Reichweite von der Wyoming bleiben. Also die muss schon ran, wenn sie die angreifen will. Da führt kein Weg vorbei. Ja, aber der ist gleich nicht mehr. Jetzt ist er außer Reichweite. Jetzt ist er außer Reichweite. Ja, der muss jetzt den killen, damit er den Dings unterbricht. Den Cap. Aufkommen. Es muss nur ein Torp treffen. Oder die Wyoming trifft. Wenn die Wyoming zu dicht ranfährt, ist auch nichts. Jetzt musst du hier aufpassen. Ja, zu spät gesehen. Jetzt haben wir uns so ein abgekämpft und jetzt. Ja, es ist halt auch böse. Zerstöre doppelt, wenn du dich da gut absprechen kannst, ne? Das ist halt Ja, aber jetzt schon verlieren wir es bitter. noch. Ja, verloren. Ach, nee, du. Das darf nicht wahr sein, was? Oh, Platz 1, yes. Platz 5. Ah, 5 Kills zusammen. Läuft. Jo, dann danke mal fürs Zugucken. Ciao. Ciao.